Es ist angerichtet. Das Wetter passt, die Fans sind bis in die Haarspitzen motiviert. Was will das Fußballherz mehr? Herzlich willkommen zum 9. Spieltag in der Regionalliga Mitte und zum prestigeträchtigen Oberösterreich-Derby zwischen dem SK Vorwärts und den LASK Juniors Oberösterreich. Es ist zwar unter Anführungszeichen nur die zweite Mannschaft der Linzer Athletiker, doch die hat es gehörig in sich. 15 Punkte aus 8 Spielen und ein Torverhältnis von 18:16 sprechen eine eindeutige Sprache. Da, im Gegensatz dazu ist bei unseren Rot-Weißen gerade ein bisschen der Wurm drinnen. 0:2 Niederlage in Allerheiligen, eine unglückliche 0:1 Niederlage in Lafnitz. Heute soll endlich wieder ein Sieg und damit der Sprung aus dem Tabellenkeller gelingen. Was denken die Fans von der heutigen Partie? 3:1 für den SKV. Und was erwarten Sie sich vom Spiel selber? Offensivfußball, das Hintereinanderspielen, das Zurückspielen zum Tormann ist sinnlos, weil da ist erstmal nur vorne. 2:1, ich hoffe es. Ich hoffe, an die Chancen einmal verwerten, was wir haben, dann kommt man heute einen Sieg davon drauf. Was erwartest du dir von der heutigen Partie? Ja, dass Vorwärts gewinnt, ist eh klar. Und zum Spiel selber? Ja, dass es viele Chancen für Vorwärts gibt. Also mein Tipp ist halt, dass Vorwärts gewinnt und dass hinten gut stehen kann und dass viele Chancen haben. Und das Ergebnis? 2:1. Ja, servus erstmal und ihr erwartet mir eigentlich eine offensive Partie mit möglichst vielen Chancen für Vorwärts und ja, hoffentlich ein Sieg. Die Anhängerschaft hat also eine ganz klare Meinung zum Ausgang der heutigen Partie. Für all jene, die schon einmal überlegt haben oder aktuell am Überlegen sind, ob sie denn Mitglied beim SK Vorwärts werden sollen, jetzt ist definitiv der richtige Zeitpunkt. Möglich ist das mit solchen Anmeldeformularen, die man entweder bei einem Stand direkt hinter der Südtribüne oder online auf der Homepage des SK Vorwärts Steyr downloaden kann. Mitglied sein zahlt sich auf jeden Fall aus, denn neben Verlosungen von etwa Flatscreen oder zu jetzt einem Jahresvorrat an Bier, bekommt man zusätzlich reduzierte Tickets, Zutritt zu exklusiven Mannschaftspräsentationen und zum Eggenberger Stammtisch in der VIP-Lounge, ein exklusives Geschenk im SKV-Stil pro Saison, viele Insider-Infos per Mail, eine eigene Mitgliedskarte, Benefits bei einigen Vorwärtspartnern und. Nachrichten gibt es übrigens auch aus dem Nachwuchs zu vermelden. Mit Christian Meierhofer bekommt die U10 einen Trainer, der in den letzten Jahren viel Erfahrung in den Jugendbereichen der Vienna oder auch des Floris Def AC gesammelt und sich dort eine eigene Fußballschule aufgebaut hat. Mit Martin Stimmer kehrt zudem ein weiterer erfahrener Trainer zum Verein zurück. Nach Trainerstationen beim LASK, St. Florian und zuletzt bei der oberösterreichischen Mädchenauswahl übernimmt er ab jetzt die U12-Mannschaft. Nun wünschen wir aber den Akteuren hier im Rasen alles Gute und hoffen auf den zweiten Heimsieg in dieser noch jungen Saison der Regionalliga Mitte. Thank you.
Thomas, gratuliere zum Sieg mit dem 2 zwischenzeitlichen und auch endzeitigen 2:1. Hast du den Grundstein gelegt für diesen wichtigen Sieg? Erzähl uns das Tor nochmal aus deiner Perspektive. Ja, der Paragris ist rechts runtergegangen und für uns ist immer klar, dass wir dann die Mitte besetzen müssen. Er hat am super einer gespielt und ich habe ihn zwar irgendwie getroffen, aber er ist drinnen gewesen und ja, war heute zum Glück das entscheidende Tor. Die letzten 5 Spiele, 3 Niederlagen, 2 Siege, beide Siege daheim. Kann man so sagen in der Saison, da zu Hause pui, auswärts pui? Naja, es ist so, dass wir jetzt 2 Auswärtsspiele gehabt haben. Da ist die Leistung schon deutlich besser geworden, auch wenn wir leider nicht belohnt worden sind. Aber daheim haben wir mit dem Publikum im Rücken immer, kriegen wir immer noch Luft zum Schluss auch noch raus. Und wir wissen, dass wir da daheim immer gewinnen können. Und ich hoffe, dass wir jetzt quasi einen Umbruch geschafft haben, dass wir jetzt wieder konstanter punkten und gewinnen. Wie wichtig war der heutige Sieg auch mit Hinblick auf das nächste Spiel in Gurten, was ja auch wieder Auswärtsspiel ist, auch in Hinsicht auf Selbstvertrauen? Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir wissen, dass wir speziell auch in Oberösterreich, es ist ein Derby und wir wollen da natürlich jedes Derby gewinnen. Und in Gurten ist immer schwer, ist ein unangenehmer Gegner. Aber ich sage, mit der Leistung heute, was da jeder am Platz gebracht hat, haben wir sicher genug Selbstvertrauen dankt, dass wir dort auch super Leistung zeigen und dann natürlich auch die 3 Punkte helfen. Ja, Simon, auch dir nochmal alles Gute. Gratulation zum Sieg, aber vor allem auch Gratulation zu deinem ersten Tor für Vorwärts. Wie fühlt es sich an? Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl, einfach mit den Fans da im Rücken. Also, wenn du da ein Tor schießt, ist schon was Besonderes. Also, das habe ich bis jetzt noch nicht so erlebt. Erzähl uns das Tor nochmal aus deiner Sicht. Ja, also, wir haben gestern eh schon Standards trainiert. Und da war ich eher nur ein wenig unglücklich, würde ich sagen. Und dann, dass eben der Ball kommt einer und eigentlich war es geplant, dass nicht ich zum Kopfball komme. Aber der Ball ist da gewesen und ich habe ihn reingehauen. Also das passt. Sehr gut. Wie wichtig war der heutige Sieg auch im Hinblick auf die nächsten Spiele? Ja, also extrem wichtig, einfach auch für das Selbstvertrauen und einfach auch für die aktuelle Tabellensituation. Also man arbeitet sich wieder auf. Wir waren jetzt eher im unteren Drittel und ich glaube, da gehören wir nicht hin und mit so einer Leidenschaft, was wir heute gesagt haben, also müssen wir deutlich weiter rauf in der Tabelle. Du hast das schon angesprochen, die Leidenschaft. Man hat euch das heute richtig angemerkt. Jetzt gibt es aber natürlich sicher noch wo Verbesserungspotenzial. Wo darfst du sagen, kann man sich noch verbessern? Ja, Verbesserungspotenzial gibt es immer, das ist eh klar. Aber ich glaube vor allem auch, weiß nicht, die Chancenauswertung vielleicht, eben dann das 3-1, wenn man macht, dann ist die Partie vielleicht gegessen und so ist es trotzdem immer wieder spannend geblieben. Und auch gerade, dass wir dann eben ruhig bleiben und als Mannschaft weiterspielen, trotzdem guten Fußball spielen, ich glaube, da könnte man sich noch verbessern drauf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen hier in der Lattner VIP Lounge. In der Live Radio Arena, sodass wir alle unsere Sponsoren unter Dach und Fach bringen. Beim heutigen VKB Topspiel der Runde beim Oberösterreich Derby zwischen Vorwärts und LASK Juniors. Ich darf recht herzlich begrüßen unseren, in dem Fall siegreichen Trainer Gerald Scheibrenner. Gerald, herzlich willkommen. Und natürlich. Mittlerweile kann man schon fast sagen, einen guten alten Bekannten da herum, Ronny Brommeier. Ronny, grüß dich, danke, dass du da bist. Gell? Kurz der Hinweis, bevor wir nachher zur Verlosung kommen, muss ich gleich jetzt dazu sagen, wir haben heute 3 Top-Preise von der VKB gespendet bekommen für unser Tipkick-Gewinnspiel. Und ich kann anzeigen, heute waren sehr viele Teamchefs im VIP-Club. Wir haben 19 richtige Ergebnisse. Wenn da nur ein Tag gefallen war, egal in welcher Richtung, da waren glaube ich 28 ausgeschieden, so ungefähr, aber heute haben wir 19 richtige Ergebnisse. Also Gratulation jetzt schon an alle, die sich beim Fußball wirklich gut auskennen. Erste Frage an den Trainer Gerald. Mit den 3 Punkten bin ich, oder sind wir wahrscheinlich hoch zufrieden. Es war halt irgendwie so eine Nervenkitzelpartie heute. Ja, wenn man nur ein Tor vorne ist, dann ist es bis zum Schluss spannend. Ich denke, dass die Zuschauer zwei sehr ambitionierte Mannschaften gesehen haben, die beide versucht haben, Fußball zu spielen und beide sind, glaube ich, auch ein gutes Tempo gegangen. Wir haben es leider wieder nicht geschafft, dass wir vorzeitig das 3. Tor ziehen. Im Nachhinein, sage ich mal, wenn man gewinnt, sagt man, es ist egal, aber
manchmal raubt es dann schon ein paar Nerven, wenn wir einfach so klare Einschussmöglichkeiten vergeben. Aber ich denke, dass man mit dem Spiel heute schon sehr zufrieden sein kann. Das sehe ich, glaube ich, auch so. Die Mannschaft hat top gekämpft, top gespielt. Gratulation. Ja, ohne für dich leider wieder mal ein Abzug hier aus der Leitradio Arena ohne Punkte. Enttäuscht wahrscheinlich schon, aber kann man es kurz begründen, warum es nicht für mehr gereicht hat? Nein, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft gewesen. Also in der Konstellation, wie wir heute zusammengespielt haben, wir haben eine Mannschaft am Feld, die 19,3 Jahre im Schnitt ist, im Kader von 19,1 Jahren. Also das muss man auch dann einmal in so einer Liga auch mal bestehen. Und von dem her muss ich sagen, haben sie sehr viel umgesetzt, was wir sich vorgenommen haben. Und ja, da ist dann das Ergebnis dann auch mal zweitrangig. Ich habe halt empfunden, dass die Mannschaft heute sehr viel gelaufen ist. War das irgendwie Taktik heute so wie gesagt, so hochintensiv zu laufen, weil die Mannschaft ist am Anfang irrsinnig gerannt. Und dadurch sind auch viel mehr Chancen entstanden, glaube ich. Ja, es ist so, dass das Laufen ins Spiel schon für uns ein bisschen kehrtwende war. Wir haben dort zwar verloren, aber dort schon sehr, sehr gut gespielt und auch versucht, sage ich mal, Fußball zu spielen und uns auch mehr trauen. Und ich denke, so ein Laufpensum hat also ein bisschen was zu tun mit Selbstvertrauen. Wenn man Selbstvertrauen hat und dann gelingt irgendwie mehr, dann kann man mehr laufen. Und wir haben einfach das Training in die Richtung auch umgestellt, dass wir uns wieder mehr zumuten und mehr trauen im Spiel mit Ball. Und es ist auch so, dass man gegen die Mannschaft nicht recht andere Möglichkeiten hat, wie viel zu laufen, weil die einfach selber sehr laufstark sind und sehr spritzig sind. Also ich finde, dass wir heute gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt haben. Und deswegen bin ich ja besonders stolz, dass wir das Spiel gewonnen haben, weil der Randisch gesagt hat, ich denke, dass seine Mannschaft zwar sehr, sehr jung war, aber die haben einen guten Tag erwischt hat. Und ich habe nicht geglaubt, dass sie so stark auftreten. Ich habe es befürchtet, ja, aber wir haben ja VIP-Karten geschenkt, also das Trainerteam für morgen, für LASK Sturm Graz, und ich habe mich schon gefürcht, dass ich das Spiel mal nicht sehe, weil wir verloren haben, war ich nicht gegangen. Aber so kann ich mit erhobenem Haupt das reingehen und dann wird mir das Essen schmecken. Ja. Dann wünsche ich mir heute schon viel Spaß für den morgigen Tag. Danke natürlich für die Einladung, wenn wir das gekriegt haben. Frage jetzt an beide Trainer eigentlich. Wenn ich mir die Ergebnisse in den letzten Wochen, jetzt haben wir 9 Runden gespielt, so anschaue, ist es wirklich so, dass momentan in dieser Liga jeden schlägt? Weil da geht es ja kreuz quer rundherum. Ja, ich denk schon. Also man. Außer so Florian, ohne dass man ihm dann irgendwelche Gegner dann vielleicht schlecht redet. Aber ich glaube, St. Florian hat Probleme. Ich glaube auch, dass wir Probleme haben, wenn wir in der Konstellation wie heute spielen sollen, müssen. Sobald eben zwei Spieler, und das sind trotzdem nur 18-Jährige oder 19-Jährige, wenn ich einen Rakuz und einen Reiter habe, dann glaube ich schon, dass das heute vielleicht anders ausgegangen wäre. Aber das ist ein morgen im Einsatz gegen Sturm Graz, und das soll ja so sein. Wir haben bei uns, beim LASK, halt einfach sehr eng kalkuliert. Der LASK hat oben 19 Feldspieler, ich 15. Von dem haben wir insgesamt 34, und dann am Wochenende sind 30 im Einsatz. Da ist es halt in einer Länderspielpause vielleicht einmal leichter. Da hat man natürlich auch ein bisschen mehr Qualität am Feld. Aber ich denke, wenn es so ist, wie es heute war, dann hat man auch Berechtigung, in der Regionalliga mitzuspielen. Obwohl es für eine junge Mannschaft, Sturm ausgenommen, weil sie einfach dort einen sehr guten Job machen, sehr, sehr schwierig ist. Und das, glaube ich, ist auch insgesamt, wird dann WRC ist ungefähr das gleiche Niveau, wie wir haben. Da hat es zwar das Spiel gesehen, wie sie damals 2-1 verloren haben, aber die hätte genauso in die andere Richtung gehen können. Also von dem ist halt einfach, das sind lauter gestandene Mannschaften, sehr viele Spieler, die auch schon mal weit oben gespielt haben, bei jeder Mannschaft drinnen, und das wirkt sich natürlich aus. Danke für dein Statement. Gerhard, natürlich die auch vorgenommen. Kann wirklich jeder jeden schlagen in der Liga? Weil die Ergebnisse, die purzeln ja nur so herum. Es ist sehr ausgeglichen zumindest. Ja, es ist sicher sehr ausgeglichen, ja. Ich denke, man muss einfach dranbleiben und jeder Spiel einfach diese Momente, wo die ein Spiel entscheiden, einfach erzwingen, dass die zu den Gunsten der eigenen Mannschaft ausfallen. Ich denke,
Es gibt heuer doch mit Lafnitz den absoluten Top-Favoriten, denke ich, auch vom Kader her. Die Sturmamateure überraschen, die haben heute gerade wieder gewonnen. Und dann, denke ich, ist alles relativ knapp beieinander. Und ich denke, dass heuer trotzdem auch die Amateurmannschaften, zumindest jetzt die ersten 7 Wochen schon, kommt, dass die WRC immer noch Fußball sehr, sehr gut haben. Eine interessante Liga und deswegen hoffe ich auch, dass die Liga bleibt, ja, und nicht die Osterliga aufgefüllt wird, weil ich finde, dass es sportlich schon ein starker Opfer wäre. Also die Regionalliga, denke ich, ist eine tolle Liga und wir sind froh, dass wir da drin spielen dürfen. Ja, man hat wieder mit 1200 Zuschauern, glaube ich, Top-Zahlen gehabt, das kann man auch sagen. In diesem Sinne sage ich beiden Trainern für die zukünftigen Spiele alles Gute, sammelt bitte Punkte für Oberösterreich. Es ist ja nicht für die große FIFA 5-Jahreswertung, sondern nur für uns selber. An deine Mannschaft alles Gute, danke auch für das Gespräch, meine Herren, und ich wünsche euch beiden noch ein schönes Wochenende. Danke. Und jetzt darf ich noch ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Herr Thomas Angerbauer, der Direktor der VKB, wird jetzt mit mir die Verlosung unseres heutigen Siegerspieles machen. Dabei darf ich die beiden Trainer mit dem Eckenberger Seiter mit einem Applaus verabschieden. Danke. Vorwärts gewinnt also auch das zweite Heimspiel in Serie gegen die LASK Juniors mit 2:1. Nach dem Auswärtsspiel in Gurten geht es also am 22.09. hier in der Live-Radio-Arena weiter. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.